Why? Justify. Schwer bepackt sind wir los mit dem Zug Richtung Osten und haben europäische Städte entdeckt. Aber schon bald sind wir auf andere Ideen gekommen. In Rumänien haben wir den Zack getroffen. Ein Engländer, der mit dem Velo um die Welt fährt. It's been a sort of a dream. There's never been a possibility to cycle around the world. So I guess I finished university and then just decided just to go for it. Der Zack hat uns angesteckt und wir haben auch angefangen zu träumen. Während Monaten haben wir unseren Traum durch verschiedene Länder weitergetragen, bis wir schließlich in Kirgisistan gelandet sind. Ausgerechnet im Land der Jurten und Reiter konnten wir endlich unseren Traum verwirklichen. Beim Wandern haben wir uns den Kopf zermartert, wie wir unser Velo- und Gepäcksystem organisieren könnten. Auf dem lokalen Basar gibt es nebst Lebensmitteln auch Schafe, Ross, Kühe, Esel, aber eben keine Drahtesel. In der Hauptstadt Bischkek klappert man alle Veloläden an. Alles made in China und kein Verkäufer kennt sich wirklich aus. Wir suchen die Sportgeschäfte auf. Nur ultra simple Velotaschen, die beim ersten Regen durchlassen. Und treffen dann endlich die richtigen Leute. Ein Franzose bietet uns sein Tourenvelo an und zwei Schweizer verkaufen uns ihre gebrauchten Veloanhänger mit Taschen. Ein Velomech aus der Stadt bastelt uns ein zweites Velo zusammen. Andere Tourenfahrer stehen uns mit Rat und Tat zur Seite. Mit so viel Unterstützung sind wir endlich gewappnet für unser grosses Velo-Abenteuer. Jetzt erleben wir in echt, was der Zack gemeint hat. I think it's the best way to see a place, because you really see the cultures and the landscapes change and you have to get to places yourself, you know. Neben wunderschöner Natur und gastfreundlichen Leuten treffen wir auch auf interessante Velofahrer. Wir befahren China, Laos, Kambodscha, Thailand, Myanmar, Georgien, Armenien, Ukraine, Moldawien. Und jetzt geht es von Osteuropa langsam heim. Das war sicher nicht unser letztes Veloabenteuer. Weil wir eine nächste Tour gerne mit besserer Vorbereitung starten wollen, nehmen wir teil am Wettbewerb auf meinabenteuer.ch. Stimm doch für uns auf meinabenteuer.ch. Mitverfolgen könnt ihr unsere Reise unter whyjustify.com.